Hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück bei Minecraft Infinity Underground und wir sind hier im Nether unterwegs und wir haben beschlossen, oder ich habe beschlossen, wir werden uns noch ein bisschen umgucken hier, also nicht mehr hier in dieser Festung, sondern wir werden mal schauen, ob wir noch eine andere Festung finden. Und in die Richtung geht es zu unserem Portal. Und wir werden jetzt in die Richtung hier weitergehen. Solange wie es geht ohne Jetpack. Und ja. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal los. Und das schalten wir ab hier. So. Wir können ja hier schön kleiden. Und ja, ich denke mal, wir werden schon ein Stück weit kommen. Ich hoffe auch nur, dass wir den Weg wieder zurückfinden. Was ist, wenn man vom Teufel spricht, was ist denn das? Gehört das noch zu der Festung oder ist das schon eine andere? Das gehört wahrscheinlich noch zu... aber da ist kein Eingang. Warte mal, kommt. Klopfen wir uns mal kurz rein hier. Irgendwie. Na? Was ist da drin? Gold und eine goldene Pferderüstung. Feuerzeug lassen wir da. Was ist hier drin? Nesserwarzen. Eisen. Und noch ein Sattel. Haben wir eigentlich fast genug, will ich sagen. Okay. Zu mit dir. Ach, ich glaube, wir lassen das mal wieder. Alter, hab ich mich jetzt erschreckt hier. Mal weg hier. Habe ich so ein Pigment angegriffen hier. Alter, hör auf zu brennen. Alter, was war denn hier los gerade? Nesserwarzen. Wir nehmen mal die Nesserwarzen alle mit hier. Dann werden die dann bei uns auch mal kultivieren, weil wir werden immer wieder mal brauchen, weil wir müssen bald neue Magnumfackeln bauen. Okay, dann würde ich sagen, sind wir eigentlich hier fertig, ne? Hallo Garst. Da ist noch eine Kuh. Okay. Ich würde sagen, wir sind fertig hier. Das Einzige, was wir jetzt noch machen werden, ist Quarz. Weil das ist das, was wir brauchen. Ich hätte zwar gerne noch zwei Nesserschädel oder so. Aber man kann ja nicht immer alles haben. Naja, die sind jetzt sauer auf mich. So. Das ist ja das, was wir brauchen. Eigentlich der eigentliche Grund für die Nether-Tour hier. Ah, hallo Garsti. Ja, ja, komm her. So. Holen wir uns das noch raus. Und hier ist auch noch ein bisschen. Oh, da ist jemand wach geworden. So, okay, wir begeben uns auf jeden Fall Richtung Heimat.
und holen uns auf dem Rückweg alles an Nesserquarz, was. Ey, Alter! Eine Biene war das. Was für eine Grasdicke. Ich höre noch eine. Da. Alter, so viele Bienen. Hallo. Okay. Portal. Da lang. Mal darüber kommen. Jawohl. Nein. Ich möchte. Ach, ist. Egal. Da. So, da unten. Und hier auch. Perfekt. Holen wir uns erstmal das hier. So. Das holen wir uns auch noch. Wir kommen hier einfach nicht weg, ne? Das ist. Holen wir uns das da unten noch. Da lang müssen wir. Richtung Portal. Ich bewege mich in die falsche Richtung. Vor lauter Gier. Da bleiben wir mal weg hier. Ja. Wir fliegen jetzt mal hier rüber. Mit dem Kleider. Kann nichts passieren, hoffe ich doch mal. Gucken wir, dass wir nach Hause kommen. Bei andächtiger Musik. Komm. So, da, das holen wir uns auch hier. Und wir sind auch schon wieder voll. Mal hier ein bisschen in den Rucksack legen hier. Naja, Quarz haben wir schon ein bisschen was, aber wir sind ja noch auf dem Weg nach Hause.
So, das holen wir uns hier auch noch und dann kümmern wir uns um den garstigen Gast. Oder auch nicht, solange der uns in Ruhe lässt. Pumpe. Portal, meine ich. Zu Hause. So, und tschüss. Okay. Ach, endlich wieder zu Hause. Wie sieht's hier aus? Gleich mal checken hier. Okay, da müssen wir uns dann auch mal was einfallen lassen. Was macht unsere Emerald-Produktion? Oh ja. So. Das läuft. Okay. Dann... Naja, nee, 11 Minuten, da machen wir noch ein bisschen was. Wir packen mal das Zeug da rein. Wieserschädel. Und können uns dann auch schon mal drauf vorbereiten. Langsam aber sicher unseren Wieser-Spawner zu bauen. So. Für was man die nekrotischen Knochen brauchen, weiß ich noch nicht. Das werden wir noch rauskriegen. So. Steinschwert. Guck mal, da arbeiten so. Schön. Wir sind zu Hause. 37 Level haben wir mitgebracht. Nicht schlecht. Da stellen wir dich wieder drauf. Die bringen wir natürlich gleich mal in Sicherheit hier. Okay. Dann mal folgender Plan. Wir haben ja gesagt... Der kommt hier in die Mitte. Und da brauchen wir diese wissersicheren Blöcke. Die können wir ja schon mal ein bisschen vorbereiten. So. Wisser. Da, dieses verstärkte Obsidian. Da brauchen wir Dunkelstahl. Dunkelstahl stellen wir her, indem wir Eisen, Kohle, Kohlestaub oder Pulver, pulverisierte irgendwas braucht, können wir da nehmen und Obsidian. Dann werden wir das gleich mal ein bisschen vorbereiten. Ich nehme hier mal 4 Stack Obsidian oder 5. 5 Stack Eisen und Kohlepulver. Oder geht auch normale Kohle? Naja, wie Kohlepulver. Okay, gucken wir mal, ob wir Kohlepulver haben. Jawohl, haben wir. Wir nehmen... 3. Ja, komm. Wir probieren es mal, ob es einfach mit dem klappt.
Und dann stellen wir mal uns wieder ein bisschen Dunkelstahl her. Wie sieht es hier aus? Nur Ofenlegierungen. Sehr schön. Und da stellen wir auch um. Dann kommt da nämlich das hier rein. Und der macht uns jetzt theoretisch, ne? Dunkelstahl, perfekt. Und du auch, ne? Gut, dann stellen wir mal ein bisschen Dunkelstahl her. Und dann können wir nämlich hier schon mal unseren Wisser-Spawner bauen. Und ein Skelett-Spawner brauchen wir auch noch, aber den werden wir nicht hier bauen, sondern im Nether. Ich weiß es gar nicht, ich möchte jetzt eigentlich gar nichts mehr anfangen groß. Wir checken hier nochmal kurz unsere Turtles ab. Wie weit die sind, hier geht es ja schon mal kräftig voran, das große Gebiet. Hallo Enderman. Hier hinten ist auch kräftig am Arbeiten. Was ist mit ihr? Hier oben muss man dann die Lava abpumpen. Und so wie es aussieht, können wir dann demnächst dann auch anfangen, hier den dritten Generator aufzubauen. Nachdem wir die Lava abgepumpt haben. Ja, das wird wahrscheinlich, könnten wir fast in der nächsten Folge sogar anfangen. Und dann auch gleichzeitig noch das Kontrollsystem bauen. Ah, wieder zwei ausgebüxt, egal. Wenn es nicht mehr wird, ist mir das egal. So, kommt mal her, zwei. Fast voll. Könnten wir vielleicht dann auch mal abschalten. Da müssen wir uns auch noch eine Steuerung überlegen. Gut, dann würde ich sagen, war es das für heute. Ich bedanke mich mal fürs Zusehen und wenn es euch gefallen hat, sehen wir uns das nächste Mal bestimmt wieder. Ihr könnt dann auch gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und dann werden dann unseren ersten Wisser eventuell schon spawnen lassen. Also bis dann. Ciao, ciao.